Willkommen, liebe Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Ja, ich sitze noch ganz entspannt mit Kaffee und so. Ja, ist das Wetter nicht Hammer, he? Das Wetter ist doch einfach nur Hammer. Kein Regen, überhaupt kein Regen. Baumaschinen. Ja, fahren wir. Das fahren wir einfach. Gut. Das ist weg. Auftrag ausführen. Zum Auflieger. Oh, da ist er schon. Da ist er ja schon, Mensch. Aber starten wieder, weiß ich. Handbremse locker und alles an. Jawohl. Uah. Dran ist er. Hier. Gut. Wir stehen da hinten und müssen jetzt irgendwo hier rauskommen. Hallo Tor. Ich tippe mal auf mehr links. Da ist es doch, Mensch. Ey. Hier nicht schon 5000 Mal vorbeigefahren. Ja. Jetzt fahren wir hier rechts raus. Und dann passt das. Jawohl, und feuerfrei. So, jetzt müssen wir hier rechts Richtung Autobahn. Oh, wir haben gleich grün. Cool. Das ist ja Hammer. 50, ne, alles klar. So, wie sieht's denn aus hier? Bette ist noch gut, Tank ist gut. 80, da mal fahren. 80. Ja, das ist immer eine geile Ansicht, wa? Siehst du nicht viel, ne? cool. Bin viel zu langsam. Thank you. Das wäre sich ja komisch. Aber komm, hier geht gleich hoch. Hier fahren wir Slalom, das ist ja cool. Ich würde auf der Kabine sitzen, gegen das? Nee, doch nicht. Das ist ja blöd. Wenn ich hier so brauche. Hallo Kabine. Wie die Kabine wollen. Ja. Ein cool, wa? Ich mach alle Straßen dicht. Ich mach alle Straßen dicht. Hey, Tachos, Junge. Ja. Ist ja geil. Ist ja richtig geil. Oh, shit. Entschuldigung. Und Fahrerflucht. Oh, weia, oh, weia. Soll ich jetzt zurückfahren? Nö. Lass mal einfach stehen. Oder? Ja, mal sehen, ob wir eine Strafe kriegen. Bin ich ja gespannt. Ey, ist wie Go-Kart hier, wenn du so fährst. Wie Go-Kart fahren. Ich hab schon unter 1. Gibt's doch gar nicht.
80. Zu schnell, ja. Kann mich sowas fragen, oder ist ein bisschen klettern oder was? Hilfe, ich will ins Fahrerhaus. Ins Cockpit will ich doch, Mensch. Kann ich schon mal irgendwo anhalten, ja. Einfach jetzt. Ich halte einfach jetzt an. Ich hab Banne. So, halt ich einfach an, ja. Guck mal, ja, wo das ist. Kann doch mal nicht sein. Guckt da hinter mir, oder was? Kann ich auch rufen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ey! Ich sitze wieder im LKW. Juhu! Ich fahre wieder. Entschuldigung. Keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe, aber ich sitze wieder im Cockpit. Gott sei Dank. Mein Navi ist weg. Hilfe. Wo ist mein Navi hin? Mein Navi hin. Wo ging das weg? Egal. Ich habe rechts kein Spiegel. Fährt der Spiegel irgendwie her. Ja, ich weiß nicht, was rechts fährt. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich will jetzt reingucken. Döll. Nehmen wir vorhin Ehrenstätte. Da fahren wir mal kurz schlafen. Und da können wir gleich akkurat Western und so. Das jetzt zusammen machen. Ja, 500 Meter. Na, da zischen wir da klein ein. Oh, ich bin schneller. Jetzt haben wir einen Parkplatz erwischt. Junge. Na denn, schlafen wir schon mal. Gute Nacht. Der Witz des Tages. Passt auf. Ein Mann überlegt, wie er ein paar Tage Sonderurlaub bekommen kann. Am besten scheint es ihm verrückt zu spielen, damit sein Chef ihn zur Erholung nach Hause schickt. Er hängt sich also im Büro an die Zimmerdecke. Da fragt seine blonde Kollegin, warum er es tut, und er erklärt ihr. Wenige Minuten später kommt der Chef, sieht seine Angestellten an der Decke hängen. Warum hängen sie an der Decke? Ich bin eine Glühbirne. Sie müssen verrückt sein. Gehen Sie mal für den Rest der Woche nach Hause und ruhen Sie sich aus. Montag sehen wir dann weiter. Der Mann geht, die Kollegin aber auch. Auf die Frage des Chefs, warum sie auch gehe, sagt sie, im Dunkeln kann ich nicht arbeiten. Muss alles 17 Spiegeleinstellung. Ich wäre ja froh, wenn mein Spiegel da oben mal leuchten würde. Ach, endlich, Junge. Oh. Nicht so. Oh, lass mich doch raus. So ein Dämmel. Na, hat's gerade so mitgekriegt. Ja gut, normalerweise kann ich ja nicht drauf bestehen, ja. Im Zweifelfall muss ich anhalten, auf dem Beschleunigungsstreifen. Ist zwar blöd, aber ist so. Da-dam, 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 da-dam. Ich fahre mit Fernlicht, das ist schön. Und bin... Aua! Da war ja schon wieder einer. Das war heute auch nicht gut. Ja, wenn man so ein bisschen rumspielt, wa? Oh, das wuppelt ja richtig hier am Lenker. Mensch. Ich war nicht schuld. Nee, 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 nee.
Ich bin niemals schuld. Willkommen in Rostock. Jawohl. Oh, 50. Na, da waren wir doch leicht drüber. Ich will nichts bezahlen. Ja, Stettin. Nicht weit weg, wa? Schön nach Polen kippen kurven. Oh, so nicht mehr so billig, ne? So jetzt über 30 Euro der Stange. Frechheit. Oh, Micha. Muss ich drücken. Oh, hab ich das drauf? Wo ist denn hier? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da wirklich raus ist. Nö. Bremst trotzdem wie so eine. Wenn ich hier richtig gucke, ja, muss ich hier links rüber. Na, alles klar. Da blinke ich doch mal großzügigerweise. Jawohl, gib alles. Haben wir da gut gelesen. Und wieder links. Dann sind wir schon da, Mensch. Wir parken ein, natürlich. Wo müssen wir einparken überhaupt? Da rechts? Okay. Nicht da wo, Micha! Da fährt auch nicht so, wie ich will. Jetzt halten wir uns alle an, schön. Fahren wir mal so rein. Das funktioniert. Da muss ich ja jetzt genau anders hin. Ah, siehst du, fängt schon an. Ja, ja, gut, nur. Das ist ja noch nicht so einfach, wa? Da kannst du immer noch spielen. Das sieht immer cool aus. Ja, nein. Immer schön langsam. Nur nicht zu stark einnehmen. Das ist nie gut. Aber jetzt müssen wir ein bisschen mehr einnehmen. Ja. Jawohl, Rinder, Junge, mir Rinder. Guckt euch an, hä? Junge. Das hab ich nichts anderes gemacht auf mein Leben, außer Sattel fahren. Träumchen, oder? Ah, cool. Na komm. Guckt euch an, oder? Wie weit muss ich noch hinter? Jetzt ist er grün. Ach so, seht ihr mal. Wollen wir mal abkoppeln, ob wir das auch sehen? Da leiert einer. Da leiert tatsächlich einer. Geübter Arbeiter. Na prima. Neue Aufrüsteile verfügbar. Nö. Heute noch nicht. Jetzt sind wir ja weg. Erstmal schieben wir ja das Mikrofon weg. Das stört uns nur. Ja, was haben wir noch hier? Nö, oh nicht. Möchten Sie? Ja, ich möchte alles löschen. Alles löschen. So, das war's mal wieder heute. Also, ja, wenn man öfter spielt, da krieg ich mal was Neues mit, ja. So, andere Perspektiven habe ich auch nicht so im Kopf gehabt, dass man das so machen kann. Und rückwärts eingeparkt, ja, Unfälle und ach, und Auflieger abgekoppelt auf der Autobahn. Ich dachte ja nur, das geht nur auf dem Hof oder so. Nee, aber kannst du unterwegs abkoppeln. Ne? Also ist ja cool, kannst du irgendwo hinstellen, wenn du nicht mehr willst. Oder wenn sie nicht die Kohle bezahlen, ne? Stellst du ihn einfach in der Ecke und verpisst dich. Gut, das war's für heute. Ich jetzt richtig arbeiten, macht's gut und genießt das Wetter. Es ist warm. Bye bye. Bis zum nächsten Mal, euer Micha. Yeah.